Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir bauen heute Chili an. Ich habe Samen aus so einer Chilischote rausgeholt, habe den einen Tag trocknen lassen und hier auf eine Küchenrolle gelegt. Und jetzt zeige ich euch vom Anbau bis zur Ernte, wie die Pflanze sich hier in meinem Video entwickelt. Wenn ihr Chili vorziehen wollt, könnt ihr das ab Februar, März gut zu Hause auf der Fensterbank machen. Ich habe mir hier einfach so ein Anzuchtschälchen bzw. einen Eierkarton genommen und mache jetzt hier mit einem Holzpiezer einfach so eine kleine Mulde rein. Und jetzt nehme ich mir pro Schälchen einen Chilikern, lege den hier rein, drücke das leicht wieder an. So. Mit dem Auspflanzen, wenn sich die Pflanze nachher entwickelt hat, ihr werdet das alles sehen in meinem Video, würde ich euch empfehlen, bis zu den Eisheiligen, also Mitte Mai, zu warten. Wer ein Gewächshaus hat, kann das natürlich auch schon früher dann nach draußen bringen. Das geht auch, aber es sollte halt gewährleistet sein, dass kein Frost mehr zu erwarten ist. So, wichtig ist jetzt auch noch, dass wir das erstmal gut anfeuchten und natürlich auch dafür sorgen, dass uns die Erde nicht komplett austrocknet. Und dann sollten wir das hell und warm stellen und dann dauert es ungefähr eine Woche, vielleicht anderthalb, maximal zwei, bis die Chilisamen gekeimt haben. Ihr werdet im weiteren Verlauf, wie versprochen, jetzt vom Anbau bis zur Ernte sehen. Als nächstes werden die Kerne keimen und das bekommt ihr natürlich auch im nächsten Video-Update zu sehen. Hier gibt es ein Update jetzt von einem Chili. Ihr könnt sehen, der hat jetzt gekeimt. Das hat eine Woche gedauert ungefähr. Und von den 6 Kernen, die ich angepflanzt habe, sind 4 hier gekeimt. Der zuletzt, das kann man noch sehen. Ja, so ist der aktuelle Stand. Ein bisschen dauert es noch. Und ihr seht natürlich den weiteren Verlauf jetzt hier im Video. Hier könnt ihr jetzt das nächste Update zur Chili sehen. Ich habe die umgepflanzt in einen solchen Topf. 2 Pflänzchen immer pro der Topfgröße. Das reicht aus, bevor ich sie dann rauspflanzen werde. Ich habe sie aus den Anzuchtschalen rausgenommen, damit sie sich jetzt hier weiterentwickeln können. Und so 2-3 Wochen haben wir noch, bis sie raus können. Ich will halt abwarten oder gewährleisten, dass es auch wirklich frostfrei bleibt. Nicht, dass mir meine Jungpflanzen noch kaputt gehen. Das würde ich euch auch immer empfehlen. Also so ist der aktuelle Stand von der Chili. Ganz so viel hat sich jetzt nicht getan. Aber jetzt habe ich sie halt einmal so gesagt hier in dem großen Topf eingepflanzt. Und jetzt können sie sich auch gut weiterentwickeln. So, und hier könnt ihr jetzt mal den Chili sehen. Der hat sich jetzt etwas weiterentwickelt, nachdem ich ihn ja aus den kleinen Anzuchtschälchen bzw. diesen Eierkarton rausgenommen habe. Seitdem hat er nochmal einen kleinen Schub gemacht. Aber wenn man ehrlich ist, hätte ich das vielleicht schon ein bisschen eher machen sollen. Denn noch ist die Pflanze eigentlich ziemlich mickrig. Ich hätte da schon mehr erwartet. Paprika, die ich gleichzeitig ausgesät habe und früher aus diesen Anzuchtschälchen genommen habe, sind schon wesentlich größer. Da hätte ich mich eher darum kümmern müssen. Aber trotzdem wird natürlich die Chili hier bei mir ausgepflanzt werden nach den Eisheiligen, auch wenn sie jetzt noch relativ klein ist. Dann ist halt vielleicht die Ernte auch einfach ein bisschen später und Ernte auch nicht ganz so ertragreich, aber nicht so wild. Trotzdem wird das Video hier natürlich fortgesetzt und ihr seht auch die weitere Entwicklung hier von meinen Chili-Pflanzen. Was macht unsere Chili? Hier könnt ihr es sehen. Gerade eben habe ich sie hier ausgepflanzt und einmal richtig kräftig angegossen. Wichtig ist, dass sie einen hellen Standort bekommt, wo also auch viel Licht hinkommt. Und ich habe ihr noch eine kleine Ranghilfe gegeben, beziehungsweise eher so einen kleinen Schutz, wo ich sie vorsichtig dranbinden kann locker, um sie auch ein bisschen vor dem Wind jetzt zu schützen, damit sie nicht noch abknickt. So sieht es aktuell aus. Wichtig auch beim Auspflanzen die Eisheiligen abzuwarten und auch danach noch eine Woche oder anderthalb, je nachdem in welcher Region in Deutschland man wohnt, den Wetterbericht auch so im Auge zu behalten, denn achtet halt einfach drauf, dass es nach dem Auspflanzen auf jeden Fall frostfrei bleibt. Ja, so sieht es aktuell aus mit der Chili. Ich habe noch weitere Pflanzen. Hier könnt ihr das auch noch sehen. Die wartet jetzt auch noch darauf, ausgepflanzt zu werden. Aber diese Pflanze hier werdet ihr jetzt im weiteren Videoverlauf die Entwicklung sehen. Es sind 3 Wochen nach dem Auspflanzen vergangen und so sieht die Chili jetzt aktuell aus. Ja, sie hat ein bisschen zugelegt, aber noch nicht viel. Mittlerweile wird es aber auch schon schön warm und sonnig. Ich denke mal, das wird jetzt demnächst etwas schneller gehen, weil die Temperaturen nachts auch nicht mehr so kühl sind. Und so sieht es aktuell aus. Ich habe jetzt in den Morgenstunden einmal gegossen. Und wie es weitergeht, seht ihr natürlich hier im weiteren Videoverlauf.
Hier kommt das nächste Update zu unserer Chili. Und wer genau hinguckt, wird jetzt sehen können, zum Beispiel hier in dem Bereich, dass sich die ersten Chilischoten jetzt bilden. Ja, so sieht's aus. Seit dem letzten Update sind jetzt 2,5 Wochen vergangen. Und die ersten Chilis kommen so langsam und ich hoffe, dass da noch einige folgen werden. Das nächste Update jetzt aber 3 Wochen später und ihr könnt sehen, hier kommt jetzt so langsam der rötliche Stich durch. Also die Chili fangen jetzt an reif zu werden, sich zu verfärben. Hier unten könnt ihr es auch noch sehen. Ein bisschen dauert es noch, ich warte noch ab, bis sie richtig schön knackig rot sind und dann können wir die Chili auch ernten. Wir haben jetzt Ende September und hier könnt ihr sehen, die ersten Chili sind jetzt tatsächlich schon schön rot geworden. Noch nicht wirklich richtig tiefrot, aber jetzt kann man schon, wenn man möchte, die ersten anfangen zu ernten. Wir machen das gleich mal und damit endet dann auch langsam das Video. Wie gesagt, jetzt Ende September, um genau zu sein, den 20. Und so sieht es aktuell aus. Ich werde die jetzt gleich mal probieren, mal schauen, wie sie schmeckt. Ich habe sie einmal noch abgespült, weil ein bisschen Erde dran war. Und jetzt machen wir mal den Geschmackstest. Mal gucken, wie scharf unsere Chili hier ist. Ui, die ist ja sehr scharf. Man muss dazu sagen, dass ich jetzt nicht der Typ Mensch bin, der sehr gern scharfes Essen mag. Aber die sind wirklich ziemlich scharf, das kann man ganz ehrlich sagen. Also die sind schärfer als die vergleichbaren Chilis, die man jetzt im Supermarkt kaufen kann. Also wunderbar, richtig schön scharfer Geschmack, wer es mag. Für mich nicht ganz so. Ich würde jetzt die ganze nicht mehr weiter essen. Vielleicht eher klein schneiden und irgendwo fürs Essen mitverwenden. Aber so roh essen mache ich jetzt mal nicht weiter, weil sonst kann ich das Video gleich vielleicht nicht mehr zu Ende bringen. Das war jedenfalls der Chili-Anbau von der Aussaat bis zur Ernte. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.